Hallo und herzlich willkommen bei Vegileo. Die liebe Cornelia von dem Kanal Gesundheit Next Level hat gesehen, dass ich mit der Arthrose bzw. mit der Ernährung meine Arthrose geheilt habe und hat mich um ein kleines Interview gebeten und dem möchte ich hier gerne nachkommen. Liebe Silvia, was hat der Arzt zu deiner Diagnose Arthrose gesagt? Ja, das war kein schönes Erlebnis. Ich bin ja da hingegangen, weil ich halt einen geschwollenen Ringfinger, ein geschwollenes Ringfingergelenk hatte und Schmerzen und wusste auch erstmal gar nicht, was es sein sollte. Und nachdem er da einfach ein bisschen drauf rumgedrückt hat und so, meinte er, ja, das ist Fingerarthrose. Ja, sage ich, und? Was jetzt? Ja, meinte er, das ist normal in Ihrem Alter, da kann man jetzt nichts gegen machen. Dann habe ich gedacht, naja, super. Aber unerfahren, wie ich damals war, habe ich das jetzt erstmal einfach nur so hingenommen. Und ja, bin erstmal dann einfach gegangen. Was hast du gemacht, als du die Diagnose Arthrose gehört hast? Ja, wie gesagt, ich bin erstmal ein bisschen geschockt gewesen. Und also nicht jetzt über die Diagnose an sich, weil ich hatte zu der Zeit überhaupt gar keine Ahnung genau, was Arthrose jetzt genau ist und ob man das nicht heilen kann oder nicht, keine Ahnung. Und ich war eigentlich enttäuscht, weil der Arzt mich da einfach so hat hängen lassen und gesagt hat, da kann man jetzt nichts gegen machen. Ja, mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen. Wie hast du die Krankheit Arthrose in den Griff bekommen oder geheilt? Ja, das war jetzt eine Geschichte, da muss ich jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Und zwar hat meine Freundin damals zu der Zeit, wo ich diese Arthrose hatte, also kurz nach der Diagnose, ich würde mal sagen so vielleicht 3-4 Monate später, hat sie bei einem Heilpraktiker angefangen zu arbeiten und hat mir dann gesagt, pass mal auf, Leute, die zu uns kommen, die Probleme mit den Knochen haben, ob das jetzt Arthrose, Arthritis, Rheuma, Gicht oder sonst irgendwas ist, die sollen erstmal 6 Wochen komplett auf alle tierischen Eiweiße verzichten und auf Zucker verzichten und den Körper entsäuern. Und dann habe ich so einen Plan bekommen, was ich alles noch essen darf und was nicht. Den hat sie mir mitgebracht und dann habe ich mich daran gehalten. Aber nach den 6 Wochen war halt, waren die Schmerzen halt immer noch da und das geschwollene Gelenk. Also da habe ich mir dann gedacht, okay, du hast dich dein ganzes Leben lang jetzt anders ernährt. So schnell innerhalb von 6 Wochen wird das wohl nicht funktionieren. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Und irgendwann, ich weiß nicht genau, ich würde mal sagen, so nach 3 Monaten habe ich dann irgendwann festgestellt, du hast ja gar keine Schmerzen mehr an dem Gelenk und die Schwellung ist ja auch weg. Und das kann ja dann nur an der Ernährung liegen. Also dem Körper entsäuert und auf Zucker verzichtet, das habe ich jetzt am Anfang gemacht, da war ich hinterher nicht mehr so ganz so streng. Die Entsäuerung habe ich wirklich auch nur 6 Wochen gemacht. Aber bei der veganen Ernährung bin ich halt geblieben und habe dann halt irgendwann gemerkt, es ist weg. Ja, und das ist meine Geschichte dazu. Und deswegen bleibe ich auch jetzt bei der veganen Ernährung und da kann passieren, was will. Ich werde nie wieder Fleisch essen. Ab und zu, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann esse ich auch mal ein bisschen Käse oder so, wenn ich jetzt auswärts unterwegs bin oder wenn mal Sahne in der Soße ist. Aber das ist es dann auch. Welche Nahrungsmittel würdest du nicht empfehlen? Ja, da habe ich ja gerade im Grunde genommen schon vorweggegriffen. Also ich würde auf keinen Fall nichts empfehlen, was tierische Eiweiße enthält, weil die halt zum großen Teil wohl dafür verantwortlich sind, dass solche Krankheiten entstehen können. Und alles andere, was da sonst noch mit in Zusammenhang steht, das kann dir dann die Cornelia wahrscheinlich besser beantworten, denn die ist ja die Gesundheitsexpertin. Welche Lebensmittel sind förderlich in der Arthroseheilung? Ja, da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Ich habe mal gehört, braune Hirse oder Braunhirse, wie man es auch nennt, ist da sehr gut. Ich kann natürlich die veganen Lebensmittel empfehlen und auch wenn ich jetzt nicht so eine Ahnung habe, was die Arthrose betrifft, aber generell empfehle ich auf jeden Fall, möglichst viel unverarbeitete Produkte zu essen. Also vegan heißt ja nicht direkt gesund. Das heißt, möglichst viel frisches Obst und Gemüse verarbeiten, Vollkornsachen. Aber auch wenn es jetzt einfach mal Nudeln oder Reis sind, was jetzt nicht Vollkorn ist, ist das jetzt nicht so das Problem. Aber nicht irgendwelche Fertigsachen und Fastfood-Sachen, wo Unmengen an Zusatzstoffen drin sind und was alles stark verarbeitet ist. Das kann auch nicht gesund sein, auch wenn es vegan ist. Ja, das ist noch so mein Tipp dazu. Was würdest du jedem Arthrose-Patienten raten zu tun?
Ja, das liegt auf der Hand. Auf jeden Fall die Ernährung umstellen. Bewegung kann sich ja auch nicht schaden, aber auf jeden Fall diese Sachen, die ich eingangs schon erwähnt habe, auf jeden Fall auf tierische Produkte verzichten, auf tierisches Eiweiß verzichten und dann halt wirklich, so wie ich das damals gemacht habe, auch auf alles, was Zucker enthält, zu verzichten. Und das ist jetzt nicht nur Zucker in Form von Industriezucker, sondern auch süßes Obst, das ist auch Weißmehlprodukte, all sowas, was ja stärkehaltig ist und auch einen hohen glykämischen Index hat, das wird ja im Körper schnell zu Zucker umgewandelt und das würde ich auch erstmal auf jeden Fall empfehlen, wegzulassen. Ja, und dann den Körper entsäuern. Ich habe damals so ein Präparat bekommen, ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie das heißt. Man kann das wohl auch mit Natron machen, aber da würde ich dann auch nochmal an die Cornelia verweisen.